Heute sprechen wir in der Weihnachtsfolge über die Morhun Winter Edition und klären dabei die folgenden Fragen. Hat uns der Morhun-Hype damals abgeholt? Welcher Archäologe erzielt heute den höchsten Score? Was geschah sonst mit dem Publisher der Phenomedia AG? Hat das Spiel eventuell doch mehr Tiefe, als wir vermuten? Das alles und noch ein bisschen mehr gleich nach dem Intro. Herzlich willkommen zurück beim Spiele-Archäologen-Podcast. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, Abend oder gute Nacht, je nachdem, wann ihr diesen wunderschönen Podcast hört. Wir sind zurück mit Morhun. Und mein liebster Fjalk, kannst du mir zufälligerweise Morhun in weniger als 30 Sekunden beschreiben? Wir spielen einen durchgeknallten Psychopathen, der sich eine Waffe besorgt hat und in der Wildnis auf harmlose fliegende Morhühner schießt und dafür Punkte bekommt. Und manchmal schießt er auch noch auf andere Dinge und kriegt dafür möglicherweise mehr Punkte. Liebster Bacon, wie würdest du diese Beschreibung bewerten? Trifft es eigentlich schon ganz gut. Ich würde noch ein, zwei Kleinigkeiten ergänzen. Ihr fragt euch vielleicht, warum reden wir heute über Morhun? Wir reden auch nicht über Morhun, sondern wir reden über Morhun Winter Edition, weil es ist ja quasi fast Weihnachten. Es schneit vielleicht draußen, die Lichter sind an. Man hat dann wahrscheinlich den vierten Glühwein zu viel getrunken und dann schnappt man sich halt seine Flinte und schießt halt auf Morhühner. Das gehört halt dazu und was vielleicht noch erwähnenswert ist, in 30 Sekunden das Spiel zu beschreiben, eine Runde dauert in der Regel eine Minute 30, wenn man nicht irgendwelche Extras benutzt, die die Zeit verlängern. Also dementsprechend ist es auch ein recht kurzes Spiel. Also kurze Runden vielmehr. Ja, genau, kurze Runden. Was ich euch einfach mal fragen wollen würde, wäre, habt ihr früher Morhun gespielt? Und wenn wo? Ja, habe ich. Es war das Jahr 2001. Als ich noch jung war. Als ich noch jung war und gerade meinen Zivildienst bestritten habe. Und gelegentlich habe ich dann in der Mittagspause mir gedacht, ja, könnte was Sinnvolles tun oder 3-4 Runden Moorhühner abschießen. Ja, da fällt dann die Wahl ja wahrscheinlich leicht. Also ich glaube, ich war danach ein paar Wochen auch mit durch, weil, ja. Warst du dann damals der Morhun-Meister oder also warst du durch, weil du alles gesehen hattest im Spiel oder warst du durch, weil es dann vielleicht andere Spiele gab, die dich mehr Tiefgang gefesselt haben? Ja, das ist eine gute Frage. Also irgendwie, ich hatte das Gefühl, es passiert ja nichts weiter, außer man schießt immer dieselben Viecher ab und kriegt dafür Punkte. Ja, also es war jetzt nicht so, dass ich dachte, meine Güte, das ist aber fesselnd hier und die Hintergrundstory, wow. Und hast du einen Morhun erschossen, hast du alle erschossen. Also es ist jetzt nicht das Spiel mit großer Abwechslung, finde ich. Stimme ich auf jeden Fall zu. Also meine Morhun-Erfahrung, haben wir gerade eben schon im Armin erzählt, aber meine Morhun-Erfahrung minus die knappen, sagen wir 6 bis 7 Minuten, die ich jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast mit dem Spiel verbracht habe, beschränken sich alle miteinander auf die frühen 2000er, wo ich so dritte, vierte Klasse war, Pi mal Daumen. Wie süß. Ja, also so hier 2002 in dem Dreh, da musste ich noch relativ viel nachsitzen. Da war in dem Nachsitzraum waren einfach 2 PCs gestanden und da waren solche Klassiker drauf wie Solitär, Minesweeper, Snake war glaube ich auch noch irgendeine Version drauf von irgendwie, sag ich mal, Anno Tobak, aber auch Morhun, irgendein Morhun-Spiel. Ich weiß es nicht mehr, welches könnte das erste gewesen sein, könnte auch das zweite gewesen sein. Keine Ahnung. Da während des Nachsitzens kein Schwanz nach dir geguckt hat, was du da eigentlich treibst, da diese PCs, diese zwei auch keine Blocker drauf hatten, sage ich mal, wie das heutzutage ja üblich ist, ja, habe ich da relativ viel Minesweeper und auch Morhun gespielt. Ja, aber so weitestgehend kann ich dem Fjalk schon ziemlich zustimmen, dass das eigentlich, ja, hast du einen Morhun erschossen, hast du alle erschossen. Da stimme ich schon wirklich zu. Das ist jetzt schon wirklich nicht hier die Erlösung von Ave Maria, das Spielprinzip, sage ich mal. Einiges, was mich an dieser Geschichte total verstört. Erstens, zweite, dritte Klasse, da musste ich eine Menge nachsitzen. Dritte, vierte. Ja, auch das. Nicht zweite, dritte, vierte. Ja, Entschuldigung. Dritte, vierte. Ich war ein ziemliches Scheißkind, das passt schon. Und dann frei verfügbare PCs. Ja. Ich glaube, dritte, vierte Klasse in meiner Schulzeit, da gab es Schreibmaschinen irgendwo im Sekretariat.
Ja, gut. Als du in der Schule warst, sind aber auch noch die Dinosaurier frei draußen rumgelaufen. Ja, und Modern Talking. Ja, auf Modern Talking möchte ich nachher nochmal kurz zu sprechen kommen, glaube ich. Weil da gibt es nachher noch einen Punkt, den ich da erwähnen will. Dann erwähne ich das ganz kurz. Also Mohun, ich habe es damals, also das erste ist ja 1999 erschienen, beziehungsweise 98 und 99 dann so richtig durchgestartet. Ich habe es in der Schulzeit irgendwie so ein bisschen grob mitbekommen und da habe ich es vielleicht auch zwei, dreimal gespielt, aber es war halt jetzt auch nicht das Spiel, was mich fesselt. Ich fand das damals auch irgendwie ziemlich heißer und konnte es nicht verstehen. Jetzt aber in Vorbereitung des Podcasts habe ich mir, gucken wir uns ja auch mal ein bisschen an, wie ist das Spiel so entstanden und so einen ganzen Kram. Und die Geschichte hinter dem Spiel finde ich halt eigentlich total spannend, weil die das Spiel wurde ja von einer deutschen Firma entwickelt, Art Department. Die haben halt Werbespiele gemacht, wurden dann später in Phenomedia umbenannt und sind an die Börse gegangen. Und das Spiel haben sie zuerst, also der erste Teil, nicht die Mohun Winter Edition, sondern wirklich das erste Mohun, haben sie zusammen mit Jack Daniels entwickelt, also für Jack Daniels, und haben sie in Kneipen promoted. Da haben sie dann irgendwie zwei, drei Laptops in die Kneipe gestellt und die Leute konnten abends überspielen. Und wenn du halt gut warst, hast du das auf einer Diskette mitbekommen nach Hause. Und es hat sich dann recht schnell über E-Mails verteilt, weil die Spiele halt auch extrem klein waren. Wurde irgendwie total beliebt, führte dann auch dazu, dass teilweise die Produktivität in Deutschland massiv gesunken sein soll in Betrieben, weil die Leute im Büro dann halt ganz gerne das Mohun gespielt haben, statt zu arbeiten. Und da gab es, als es Teil 2 rauskam, und das fand ich dann spannend, da gab es einen Bericht vom Deutschlandfunk. Da haben sie halt auch berichtet, dass wenn du bei der Kölner Polizei arbeitest und du wirst halt öfter erwischt, wie du polizeifremde Tätigkeiten durchführst, wie Mohun spielen, gilt nicht als Verbrecherjagd, wenn du bei der Polizei warst, dann wurde es halt auch mal abgemahnt oder gekündigt. Und da hatten sie auch irgendwie so einen Fachanwalt für Arbeitsrecht interviewt und der hat dann auch ganz kurz irgendwie gesagt, ja, also du kannst dafür auch, im schlimmsten Fall kannst du dafür auch eine fristlose Kündigung kriegen, weil du halt deiner Arbeitspflicht sozusagen nicht nachkommst, wenn du die ganze Zeit Mohun spielst. Und ich glaube, also gerade so fürs Büro, um mal eben schnell zwischendurch zu spielen, war das Spiel halt auch ideal, weil wir hatten das, ich hatte es eben ja schon mal erwähnt, eine Spielrunde dauerte 90 Sekunden, wenn du nicht irgendwie über irgendwelche Extras die Zeit verlängert hattest. Das heißt, es war also auch immer schnell gespielt, so eine Runde. Fjalk, du hattest gerade eben ein paar, ich hatte das Gefühl, du hattest Fragezeichen über den Kopf, als ich Johnny Walker erwähnt hatte. Ja, weil du Jack Daniels gesagt hast. Okay, ja, Jack Daniels, Johnny Walker ist doch ja der gleiche Plan. Ja, alles rum, was soll's. Alles, irgendwas mit Alkohol. Was ich jetzt aber spannend fand in der Recherche, also Phenomedia hatte mir was gesagt, aber dieses Art Department, woraus diese Firma hervorgegangen ist, hatte ich nicht mehr so im Kopf. Was ich da spannend fand, die haben halt vorher schon Werbespiele gemacht. Also das war sozusagen eigentlich deren Hauptaufgabe. Und die haben da ein paar bekannte Werbespiele gemacht. Also zumindest einige, die ich so kenne, die haben so Spiele gemacht wie den Karamals Cup. Da wird sich vielleicht der Fjalk noch dran erinnern. Das war ein Eishockeyspiel für einen Amiga und C64. Gar nicht mal so schlechtes für die damalige Zeit. War halt ein Werbespiel für Karamals, gab es dementsprechend umsonst. Die haben das Spiel Das Telekommando kehrt zurückgemacht, die dunkle Schattenreihe, Captain Zins für irgendeine Bank halt, Beefy Roll, Action in Hollywood. Also so ein paar dieser Namen kam, weil so gerade, also so ab Anfang, Mitte der 90er haben sie das halt gemacht. Da gab es ja da wirklich damals teilweise, ja, nicht eine Schwemme, aber da gab es ja doch einiges an Werbespielen, die dann, es gab ja auch irgendwie so ein Frosties Jump'n'Run, hatte ich auch damals gespielt. Ich glaube, das hatte ich damals auf meinem Amiga wahrscheinlich gespielt. Das lag dann halt irgendwie den Kellogg's Frosties mit bei und so, ne? Und so eine Firma war das halt. Und zu Art Department, beziehungsweise dann der Phenomedia, gehörte auch Greenwood Entertainment, die ich als Spieler aus den 90ern auch kenne. Die haben halt so Spiele wie der Planer gemacht, Run, diese Fußball, so ein Fußballmanager mit Run-Bezug. Genau, also die gehörten. TV 2. Ja, das vergessen wir lieber ganz schnell. TV 2, weil, also, ne? Also der Ansatz war gut, aber die Steuerung war ganz. Die Arme waren leider zu kurz. Ja. Ja, nee, dann haben sie halt ein gutes Spiel genommen und daraus ein schlechteres gemacht. Und damals gab es dann einen Hauptkritikpunkt an TV 2, war für mich damals auch keine Originalnamen mehr, sondern es waren dann so halt so lustig verballhornte Filmnamen, weil TV waren ja noch die originalen Filmnamen, weil die das damals scheinbar nicht gestört hatte. Und MTV 2 war man ja weiter und da wussten sie, wenn sie da ein Spiel veröffentlichen und sie benutzen da Filmnamen, dann müssen sie lizenzieren. Oder dann hieß es halt nicht, keine Ahnung, Terminator die Rückkehr, sondern dann hieß es irgendwie Herbinator die Wiederkunft oder so. Und ne, ist dann halt irgendwie nicht das gleiche. Und dann waren da wahrscheinlich, also ich erinnere mich noch an irgendwie so extra schlechte Texte, die halt irgendwie so parodistisch sein sollten, was halt nicht funktioniert hat.
Ist ja schrecklich, ey. Ein Déjà-vu jagt gerade hier das nächste in meinem Kopf. Das ist ganz, ganz schlimm. Aber kommen wir doch zu der Winteredition einfach mal zurück. Also Mohun, die Winteredition ist eigentlich, nach dem, was ich jetzt so gelesen habe, eigentlich nur ein weiß, so winterlich angestrichenes Mohun 2. Der Aufbau des Levels ist ziemlich identisch, also der Grundaufbau. Sie haben ein paar Sachen neu eingefügt und ein paar neue Extras eingefügt. Man hat halt 1:30 Zeit und es fliegen Moorhühner. Und die Moorhühner fliegen entweder sehr nah auf einer mittleren Distanz oder weit weg. Man hat halt so ein Zielkreuz, schießt drauf und trifft man's. Bei den nahen kriegt man 5, bei den mittleren Entfernungs-Moorhühnern 10 und bei den ganz weit entfernten kriegt man 25. Die fliegen halt auch nicht immer über den ganzen Bildschirm, sondern die fliegen so ein bisschen hoch und lassen sich dann wieder sinken, verschwinden dann auch mal ganz gern. Einige fliegen auch eine weitere Strecke. Das Spiel ist auch nicht nur so ein Einbildschirmspiel, sondern man kann sozusagen nach rechts und links scrollen und sollte man es auch machen, während man spielt, damit man einfach möglichst überall die vorhandenen Moorhühner sieht. Macht man das nur so, dann kriegt man halt ein paar hundert Punkte. Es gibt da noch so ein Memhuhn, das ist da so eingefroren auf unserer Winterkarte. Das kann man abschließen, kriegt man 250 Punkte. Habt ihr das alle gefunden? Ja. Ja, das ist ja jetzt nicht zu versteckt. Ja. Nicht in der ersten Runde, aber irgendwann dann schon, ja. Wir können ja mal eben, und da gelobe ich es auch, wenn die Archäologen ihre Highscore noch verbessern und sie mir bis zum 2 Tage vor Veröffentlichung der Folge zukommen zu lassen, dass es zumindest auf der Webseite dann noch steht. Wir können ja mal die Punkte durchgehen. Ja, wie viele Punkte hast du denn gemacht dann als Highscore? Glorreiche 551, nachdem ich kapiert habe, dass ich das Haribo-Flugzeug nicht abschießen soll. Auf das Haribo-Flugzeug komme ich gleich nochmal zu sprechen, weil es gibt wohl Gründe, weswegen du es abschießen kannst. Ich hatte 640 Punkte in den 90 Sekunden erspielt. Stormy? 785 beim dritten und letzten Versuch. Ja, ich glaube, das ist immer noch aus der Kindheit, diese Reflexe, die er da hat. Das sind diese Mohun-Reflexe. Hat erstmal irgendeine Mod installiert, dass er nicht mehr mit der Schrotflinte rumballert, sondern mit so einer Minigun. Ich bin gerade bei Fallout 4. Ich habe wahrscheinlich einfach direkt einen atomaren Sprengkopf gezündet. Ja, aber man sollte auch nicht alles abschießen in dem Spiel, weil Fjalk hat das schon erwähnt, das Flugzeug, Mohun Winter Edition wurde von Haribo gesponsert. Das heißt, ursprünglich war das Spiel kostenlos runterladbar. Die meisten der Mohun-Teile sind später auch immer irgendwann auch mal im Laden erschienen und dort waren sie meistens irgendwie in der AK-Tronic-Pyramide oder sowas dann für 10 oder 15 Euro. Das heißt, es gab auch Leute, die sich das gekauft haben. Man muss ja auch sagen, 2001 kam unser Spiel raus, erstes Mohun so 99 ist es dann so richtig eigentlich so erschienen. Ist halt auch noch so eine Zeit, wo man sagen muss, da hatte nicht jeder zu Hause Internet. Also ich schon, aber ich kannte viele Leute, die zu Hause kein Internet hatten. Oh ja, ich hatte auch früher kein Internet zu dem Zeitpunkt noch. Ich hatte schon DSL, aber das ist nur so nebenbei. Ab Herbst, Winter 2001 hatte ich auch endlich Internet. Oh Gott. Und alle Probleme, die damit zusammenhängen. Stimmt, damals haben wir auch, glaube ich, Civilization 3 war das, glaube ich, was wir dann über E-Mail gespielt haben. Ja, ne? Weil ich immer E-Mail schicken musste mit dem Spielstand hin und her. Und dann wieder boah, meine Fresse. Ja, und dann hat man neuen angefangen, wenn man sozusagen, wenn wir beide an einem Ort waren, hat man nur mal neuen angefangen, weil gerade zu Beginn macht's. Also ganz kurz, Civilization 3 per Mail war halt wirklich so, du machst deinen Zug mit deinen ganzen Einheiten, du speicherst, dann kommt, wenn der andere drankommt, muss der sein Passwort eingeben, um das freizuschalten. Und dann hast du halt dem anderen wieder den Spielstand zugeschickt, der hat dann seinen Zug gemacht und dann ging es zurück. Und ja, eigentlich also, wie Briefschach. Aber halt immerhin schon per Mail. Ja. Okay, gut, aber zurück. Also wir sind jetzt im Jahr 2001 und also wir wissen jetzt, wir können Mohüner abschießen. Aber Fjalk hat schon erwähnt, das Haribo-Werbeflugzeug sollte man nicht abschießen, weil was passiert dann? Minuspunkte. Ihr findet natürlich auch wieder alle Links dazu bei uns auf der Webseite. Es gibt auch eine Mohun-Fandom-Page, wo wirklich, glaube ich, zu jedem Mohun-Teil Infos stehen. Und wenn man dort guckt nach dem Haribo-Werbeflugzeug, dann steht 25 Minuspunkte. Allerdings, wenn man in der Stadt alle Lichter ausgeschossen hat, kriegt man noch 15 Sekunden Zeitbonus. Das heißt, je nach Spielweise kann sich das vielleicht lohnen, das abzuschießen, weil du müsstest dann ja theoretisch nur ein weit entferntes Mohun treffen in diesen 15 Sekunden, die du dann kriegst. Und dann hast du zumindest wieder ausgeglichen. Und wenn du dann noch mehr Punkte in der Zeit machst, kriegst du entsprechend mehr Punkte. Ich verstehe den Zusammenhang gerade nicht. Warum soll, also ich kann die Lichter in der Stadt abschießen und krieg einen Zeitbonus. Nein, also wenn du die Lichter in der Stadt alle ausgeschossen hast und du dann das Haribo-Flugzeug abschießt, kriegst du zwar immer noch die 25 Minuspunkte, aber du kriegst 15 Bonuspunkte. Weil das Spiel, und das wusste ich bis zu diesem Tag, also nicht bis zu diesem Tage, das wusste ich bis zur Recherche für diesen Podcast nicht, das Spiel
hat mehr Tiefe, als man es im ersten Moment vermutet. Wir hatten vorhin schon, Moorhühner bringen Punkte. Das Memhuhn, 250 Punkte, ist eingefroren, total easy. Es gibt das Mutterhuhn, das ist so ein großes Moorhuhn, was manchmal so im Vordergrund erscheint, 25 ja. Punkte. Das sind alles so Sachen, ich gehe dir einfach mal kurz den Wiki nach durch. Es gibt einen Hochstand, da ist ein Huhn drin. Du kannst das Huhn abschießen, kriegst du 25 Punkte. Wenn du allerdings die Spezialmunition hast, die ist wichtig in dem Spiel, es gibt Spezialmunition, dann kannst du danach auch noch den Hochstand auseinanderschießen. Und dann kriegst du dann auch noch Punkte. Es gibt Steine mit einer Schneekappe, die kannst du umschießen, wenn du davon alle, da kriegst du 2 Punkte, wenn du die abschießt. Und wenn du in gewissen Zeitabschnitten, die du noch hast, die abschießt, dann erscheint ein Codewort. Und wenn du dann Sachen abschießt, dann kriegst du mehr Punkte. Es gibt ein Boot auf dem See, da brauchst du auch wieder die Spezialmunition, um das zu versenken. Und die Spezialmunition, die kriegst du. Einen Moment, ich hatte es vorhin, ich habe gerade nur gescrollt auf der Seite. Das sollte man nie machen während eines Podcasts. Also es gibt eine Möglichkeit, an die Spezialmunition zu kommen. Weiß die gerade einer von euch? In-Game-Shop. Nein, In-Game-Shop gab es damals noch nicht. Also die einzige Werbung, die du in diesem Spiel siehst, ist dieses Haribo-Flugzeug, was da lang fliegt. Und im Startbildschirm steht unten auch Haribo. Also nein, das ist extrem wenig Werbung. Möchte ich nachher vielleicht kurz drüber sprechen, wie würde man heute sowas rausbringen, wie das dann aussieht. Die Spezialmunition. Ich habe nebenbei einfach gerade mal gerechnet, wie lange es gedauert hatte, bis ich zum allerersten Mal Internet zu Hause hatte. Das war frühestens im Jahre Anno Domini 2010. Ich glaube eher so 2011, 12 in dem Dreh rum was. Also davor war ich immer von solchen wunderschönen alten Bekannten wie der Computerbildspiele, der Screen Fun oder solchen vergleichbaren CDs/DVDs abhängig, was die Spiele für den PC anbelangt hatte. Also auch Moorhuhn, by the way. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich Moorhuhn gekriegt habe. Ich weiß nämlich, dass ich es auch mal zu Hause hatte. Es kann sein, dass es auf irgendeiner Screen Fun oder Computerbildspiele mal mit drauf war. Aber lange gespielt habe ich es nicht. Ja, das war damals sehr wahrscheinlich. Ich finde gerade nicht, wie man an die Spezialmunition rankommt. Man kann über den mittleren Baum, wenn man dort die Eiszapfen alle abschießt, dann kriegt man 2 Schuss dauerhaft mehr Munition. Dann hast du 8 statt 10 Schuss in deiner Schrotflinte. Ansonsten ist es so, du hast halt 8 Schuss und dann... Wohl eher 10 statt 8, oder? Ja, Entschuldigung, 10 statt 8. Wahnsinn. Und da musst du halt einmal kurz nachladen, dann hast du die nächsten 8. Ich liste es auch gerade hier, die Eiszapfen an den Bäumen. Was, wenn du alle meine Entchen mit den Eiszapfen ballerst, dann kommen sehr viele Hühner. Was? Die machen einen Tonleiter, die Eiszapfen. Und wenn du auf diesem Tonleiter alle meine Entchen ballerst, dann kommen sehr viele Hühner zum Abschießen. What the fuck? Ja, okay. Also nochmal zur Erinnerung, dass der Ursprung hat mit einer Whisky-Destillerie zu tun. Nur damit sich hier keiner mehr wundert. Du meinst, die haben zu viel gesoffen. Ja, das wollte ich damit sagen. Nee, also ich glaube, diese extra Sachen, die hatten sie halt damals, also erstens gab es damals in den Spielzeitschriften teilweise dann auch Tipps zu Moorhuhn, da erinnere ich mich noch dran. Also vielleicht nicht unbedingt in der GameStar, aber in, keine Ahnung, wenn man sich die Computerbildspiele geholt hat, da gab es sicherlich dann auch Tipps zu Moorhuhn drinne und wo man irgendwelche extra Sachen machen kann. Also es gibt 8 Steine mit Schneekappe. Wenn man die umschießt, kriegt man pro Stein 2 Punkte. Aber das ist dann auch der Schlüssel zur Spezialmunition. Und wenn man die halt hat, dann kann man halt sowas machen wie, da ist ein Boot, das kann man dann im Wasser versenken. Da ist ein Schneemann, den kann man dann auch mehrfach beschießen, das auseinanderfällt. Dann kann man in diesem Hochstand mit dem Moorhuhn nicht nur das Moorhuhn rausschießen, sondern den Hochstand kaputt schießen. Es gibt auch noch Codewörter auf dem Bildschirm. Die Stadt am Horizont, da sollte man zum Beispiel nicht die Türme abschießen, zumindest nicht den rechten Turm, weil das bringt minus 25 Punkte, allerdings wieder 10 Sekunden Zeitcode-Schrift. Man kann allerdings dort halt in den Häusern, wo das Licht ist, die kann man abschießen. Und dann kommt ein Feuerwerk und dieses Feuerwerk weckt dann eventuell Moorhühner auf. Und die bringen jeweils 25 Punkte. Ich werde versuchen, weil ich noch nicht weiß, wie ich das mit dem Video mache. Normalerweise kennt ihr das ja zu jeder Folge, findet ihr bei uns auf der Webseite auch ein Video zwischen 10 und guten 20 Minuten. Und in dem Video sieht man so grob ein bisschen was vom Spiel. Beim Spiel, was nur eine Spielzeit von 1,30 hat, ich werde es jetzt nicht 12-mal spielen. Aber ich werde vielleicht mal versuchen, irgendwie 1, 2 dieser extra Sachen in den Runden auszuspielen. Ich habe gerade gedacht, es könnte auch sein, dass in diesem Wiki nur Quatsch steht,
Aber du wirst das ja überprüfen. Und von daher, ich habe gerade so gesagt, das ist eine 50-50 Chance, dass alles, was da drin steht, völliger Unsinn ist. Und Armin jetzt versucht, das stundenlang irgendwie diese Sachen da zu triggern und es nicht funktioniert und es einfach nicht in diesem Spiel drin ist. Aber er versucht es immer noch eine Runde. Nee, also ich gebe halt zu, ich habe da längst nicht alles geprüft. Ich hatte es, als ich angefangen habe, hatte ich natürlich mal ein paar Runden gespielt. Dann habe ich das gefunden, habe es mal durchgelesen, dachte mir, ja schön. Das Tic-Tac-Toe habe ich dann tatsächlich mal gespielt. Stormy, du hast auch das Tic-Tac-Toe gespielt, richtig? Ja, das Tic-Tac-Toe habe ich gespielt mit dem Maulwurf. Genau, da kann man mit dem Maulwurf Tic-Tac-Toe spielen. Hat mal ein Tic-Tac-Toe-Feld, man schießt dann, ne, mein Ziel ist 3 in einer Reihe. Man muss dann den Bildschirm, also man muss dann den sichtbaren Bereich des Tic-Tac-Toes verlassen. Einmal ein bisschen wegscrollen, dann kann man wieder zurück, dann hat der Maulwurf sozusagen in der Zeit seinen Zug gemacht und dann kann man das. Aber ich habe zum Beispiel auch nicht die Moorhuhn-Grabstätte, habe ich auch nicht gemacht. Ich habe natürlich mal da auf den Grabstein geschossen. Und die bringen halt Minuspunkte. Minus ein Punkt bringt in der Regel so einen Grabstein. Aber hier ist es wohl, wenn man erst auf die Gruft richtig schießt, dann kann man danach mehrere Grabsteine irgendwie nacheinander abschießen und dann gibt's halt auch massig Punkte. Die habe ich im letzten Ding auch ein bisschen zusammengeschossen. Aber nicht komplett. Also ich habe im letzten Ding habe ich Tic-Tac-Toe gespielt und ich habe die Moorhuhn-Grabstätte ein bisschen zusammengeschossen. Und halt das Mutterhuhn und das Memmenhuhn. Ja, genau. Und scheinbar kann man dann, wenn man die Grabstätte richtig klein geschossen hat, kann man wohl auch noch den Maulwurf abschießen. Wie gesagt, das sind Sachen, also wie gesagt, so tief bin ich in dem Spiel nicht drin. So tief will ich in diesem Spiel auch nicht drin sein. Es ist halt so, es ist und bleibt halt ein Casual-Spiel, aber durch diese ganzen Extras, also ich glaube, im ersten Moorhuhn gab's auch welche, aber halt weniger. Und natürlich haben sie dann später, irgendwas Neues muss ja dann sozusagen für die Moorhuhn-Spieler da sein. Und natürlich haben sie dann mehr Extras eingebaut, weil wenn du dann, stell dir vor, du hast damals irgendwie rausgekriegt, als Einziger in deinem Büro, wie du dann da irgendwie 200 Extra-Punkte recht einfach machst. Da warst du der King of Kong. Genau, da bist du der King of Kong und hast halt die Highscore für Ewigkeiten. Natürlich, also ne, da gibt's ja auch einen Vogel und ein Vogelhäuschen und auch das, den Vogel kann man versuchen abzuschießen, aber der bewegt sich dann immer vor der Maus weg. Und auch dort gibt's halt eine Möglichkeit, wenn man die Spezialmunition hat, dass man einfach dann den Schnee drauf fallen lässt, dann gibt's auch wieder ein paar Punkte. Es gibt eine Spinne am Baum, die man abschießen kann. Wie gesagt, das Tic-Tac-Toe bringt halt dann 200 Punkte, wenn man das gewinnt. Verliert man das, bekommt man 100 Punkte und 10 Sekunden abgezogen. Ich frage mich auch, falls noch Leute rumlaufen und sagen, damals, in früh 2000ern, da war ich der Größte, da hatte ich den höchsten Highscore bei Dingens hier, ne? Moorhuhn. wenn ihr solche Leute kennt, bitte, bitte, schreibt uns eine E-Mail oder schreibt in die Kommentare. Ich will das wissen. Irgendwo gibt's doch diese Leute. Und bitte, bitte, bitte meldet sie krank, ganz schnell. Die haben Probleme. Ich meine, aber das Moorhuhn war ja damals, zumindest auch 2001, war es ja wirklich ein Phänomen. Muss man einfach so sagen. Und ne, recht einfaches Spielprinzip ist, die Spiele hatten ja auch alle so Anforderungen, konntest du auf jeder Mühle spielen. Also wahrscheinlich konnte damals jeder gängige Bürorechner ohne Probleme das Moorhuhn-Spiel abspielen. Und es war klein und so einen ganzen Kram. Ne? Bei solchen Bürospielen gab es dann teilweise auch noch eine Cheftaste. Ich glaube, bei Moorhuhn gab es, also bei der Version hier gab es das nicht. Aber da gab es sonst teilweise noch so eine Cheftaste, damit sich das Spiel sozusagen pausiert und minimiert oder so ein Kram. Und keine Geräusche im Hintergrund macht. Ich meine, eine wirklich neue Idee war es nicht, weil als ich es jetzt wieder gespielt habe und ich musste ich dann einmal ein bisschen googeln, weil dachte ich mir, warte mal kurz, du hast doch damals schon bei deinem Kumpel auf dem NES eigentlich so ein Spiel gespielt und das hat irgendwie mehr Spaß gemacht. Das war auf dem NES mit einer Pistole. Ja, natürlich. Ich meine, im Endeffekt ist es ja auch nur eine Variante von Duck Hunt. Theoretisch von eigentlich jedem Lightgun-Shooter. Ja, genau. Also wenn wir mal so sind. Genau, aber Duck Hunt war halt ne, auf dem NES ein recht früher Lightgun-Shooter, den du auch mal zu Hause haben konntest. War jetzt nichts Neues, war trotzdem halt gut verpackt. Das Moorhuhn war wohl, weil Johnny Walker, da gab's wohl irgendwie so eine spezielle Edition, da war irgendwas mit, da hattest du den Zusammenhang mit Moorhuhn und deswegen ist es halt das Moorhuhn geworden. Und Phenomenia hat's ja auch versucht, wirklich richtig auszuschlachten. Muss man einfach mal so sagen, weil es gab dann ja, also ich habe mal nachgezählt, das letzte Moorhuhn-Spiel, was ich jetzt gefunden habe, ist 2022 erschienen. Also, was haben wir? Wir haben zig Versionen von dem Moorhuhn-Spiel wie das hier. Das ist ein klassisches Moorhuhn-Spiel, ne? Du hast die Vögel, kannst ein bisschen scrollen, kannst schießen. Das ist das klassische Moorhuhn-Spiel, das Lightgun-Shoot, also so Shooter-mäßige. Dann gibt's ja aber alle möglichen Ableger. Es gibt Flipper-Automaten mit Moorhuhn-Motiven. Es gibt ein Moorhuhn-Mahjong-Spiel. Es gibt ein Moorhuhn-Fußballspiel. Es gibt ein Moorhuhn-Jump'n'Run. Es gibt ein Moorhuhn-Maze-Spiel, also wo du durch so ein Labyrinth musst. Es gibt Moorhuhn-Rennspiele, mehrere.
die halt so echt schlechte Mario Kart Ableger sind, wirklich, also ich betone es, echt schlechte Mario Kart Ableger. Es gab Mohun Adventure, es gab Mohun Partyspiele, es gab Mohun Browserspiel, es gab Mohun VR Shooter, es gab Mohun Strategiespiel, es gab Mohun Brettspiel, wobei man halt sagen muss, also halt dieser klassische Mohun Shooter ist, denke ich mal, das erfolgreichste Gefolg vom Rennspiel, weil da gab's halt von beiden zig Teile. Darf man aber auch mal ganz kurz was Positives sagen? Ja, aus der Tochtergesellschaft Greenwood Entertainment, wo wir vorhin schon mal angesprochen hat. Aus der haben sich auch praktisch die Unabhängigkeit erklärt, das Entwicklerstudio Piranha Bytes. Und für was die verantwortlich sind, ne, mit Gothic so und das mit Risen. Ja, auch nicht, das hat ja auch nicht mehr Tiefgang als so ein Mohun. Also so ein Gothic kannst du damit ja nicht vergleichen. Also das wäre ja nicht fair. Ey, immerhin, es kam nicht nur Negatives aus der Richtung. Ich wollte es noch mal ganz kurz in die Richtung leiten. Ja, nee, Piranha Bytes hat damals, glaube ich, ein Management-Buyout gemacht. Also die haben sich dann wirklich freigekauft von Phänomenia. Genau. Ich glaube, Schalk ist jetzt ganz sauer auf mich, weil ich was gegen Gothic gesagt habe. Nee. Ich wundere mich nur, wenn es da 98.000... Also wohlgemerkt von 98 bis 2022. Ich habe von nicht einem gehört. Nach 2002 spätestens war in meiner Welt Mohun tot und ich habe nicht von einem Nachfolger gehört. Ich habe damals mehrere Mohun-Spiele gesehen im Laden, mir nicht gekauft, weil, also gerade, ich glaube, die Rennspiele und sowas, das waren dann alles Kaufspiele. Stimmt, Mohun Kart, ja. Und die waren damals, glaube ich, wirklich alle so in der Akatronic-Pyramide oder sowas, also da, oder halt dann beim Mediamarkt Saturn. Auf dem Grabbeltisch. Da gab's die. Gab's sehr viele. Möchte einer von euch gerade noch direkt was zum Mohun sagen? Nee, eigentlich nicht. Also ja, ne, ich meine, also ihr könnt's auch heutzutage immer noch spielen, es gibt auch immer noch neue Varianten, es ist halt ein Spiel. Also man spielt es halt wirklich auch nicht lange am Stück. Nee, echt nicht. Aber 90 Sekunden meistens. Ich habe da so ein paar Zitate gefunden. Also über dieses Guerilla-Market, also ne, wie sie es damals verbreitet haben, hatten wir ja schon gesprochen. Aber Gamona bezeichnete es damals schon als Vater und Mutter der Casual Games und Free-to-Play-Welle zugleich. Weil, also ich denke heutzutage würdest, also sowas wie Mohun würde heutzutage funktionieren und du würdest das definitiv kostenlos rausbringen und halt mit Werbung. Weil, also ne, gerade ein Spiel, 90 Sekunden, dann machst du einfach vor jeder Runde, die du spielst, musst dir halt irgendwie so ein Kack-Werbeding angucken, dann spielst du wieder eine Runde und dann guckst du wieder dann 30 Sekunden lang irgendwie Kack-Werbung an. Gerade auf dem Smartphone und sowas würde das heutzutage 100% immer noch genauso funktionieren. Also ich glaube das nicht, weil es einfach vom Inhalt viel bessere Free-to-Play-Spiele gibt. So wie du es gerade bestellt hast, hast auch mit Werbeblock. Ja, meinetwegen jede zweite oder dritte Runde halt nur der Werbeblock. Aber ja, es würde Leute geben, die spielen, aber es wäre lange nicht mehr dieses Phänomen von vor, Achtung, große Zahl, also über 20 Jahre. Ich mach mal eben kurz was. Live während des Podcasts, ohne das vorbereitet zu haben, ich öffne den Google Play Store. Bin echt wahnsinnig enttäuscht, dass ich dort, wenn ich nach Mohun suche, nicht direkt Mohun spiele. Finde, also ja wirklich, also hätte ich jetzt tatsächlich erwartet, weil wie gesagt, also gerade so ein einfaches Spiel oder auch solche Spiele wie sowas wie Hugo oder sowas, würde ich ja halt erwarten, dass die Leute das heutzutage als Free-to-Play-Spiel für Smartphones rausbringen und einfach nicht sogar Werbung machen. Ja, aber Hugo ist noch ein bisschen. Ey, du hast 4 und 6 gedrückt. Mehr Abwechslung. Wahnsinnig viel Abwechslung. Bei Mohun hast du diese eine Karte. Und ja, es gibt da Extras, die du vielleicht erstmal selber rausfinden musst. Aber es ist dann irgendwie auch mal nur dieses. Ja, aber ne, würdest du heutzutage, du kannst es ja dann meinetwegen gleich mit der Standardkarte, der Karte aus Teil 2 und der Winteredition zusammen rausbringen. Da hast du 3 unterschiedliche auch Karten. Dann würde ich keine 10 Euro dafür bezahlen. Nein. Ich sage ja free to play. Du machst es als free to play komplett über Werbung finanziert. Es mag ja nochmal was anderes sein für Leute, die das damals nicht gespielt haben, die sich denken, oh ja, wohl, guck ich mir mal an, da habe ich schon mal von was schon gehört. Hat der Opa schon mal was von erzählt? So. Aber ich jetzt, also die Menschen wie ich, würden wahrscheinlich sagen, gibt's den Scheiß immer noch? Nee, na komm, nee. Also den Crazy Frog gibt's auch noch, also. Ja, und den will aber keiner mehr hören oder sehen eigentlich. Da würde ich auch nicht draufklicken. Wenn ja, ich auch nicht. Aber gut, kommen wir doch sonst vielleicht einfach ein bisschen zu dieser Phänomedia. Also wir haben schon ein paar Tochterfirmen genannt und die Phänomedia
wurde halt als Aktiengesellschaft gegründet. Art Development wurde dann sozusagen, ist in die Phenomedia AG übergegangen. Beim Börsengang 1999 war die Firma knapp 22 Millionen Euro, D-Mark müssen das, glaube ich, gewesen sein, war sie damals wert. Ist auch egal, ob D-Mark oder Euro. 22 Millionen Geldeinheiten. Bis zum Jahr 2002 hat sich der Firmenwert ziemlich gesteigert, da war die Firma 400 Millionen wert. Man muss dabei bedenken, das war damals der New Economy Boom und da waren gerade auch solche Firmen oder allgemein halt irgendwelche Technikfirmen wurden damals auch extrem überbewertet. Da gab es aber so ein kleines Problem im Jahr 2002. Da hat nämlich die Wirtschaftsprüfer, die halt den Jahresabschluss für 2001 bestätigen sollten, haben gesagt, ja, nee, geht nicht. Weil da gab es Bilanzfälschung. Und zwar ganz massive. Die Firma hat wesentlich weniger Umsatz gemacht, als sie angegeben haben. Und vor allem der Verlust war wesentlich größer. Das haben die Geschäftsführer auch direkt dann zugegeben. Und das führte dazu, dass die Phenomedia sehr schnell abgewickelt wurde, ging in die Insolvenz. Und es wurde eine neue Phenomedia gegründet. Weil, ne, man muss ja immer noch sagen, damals auch 2002, die Marke Mohun war damals ja noch präsent. Und ne, wie gesagt, bis 22 hatte ich jetzt das letzte Spiel gesehen, was da rausgebracht wurde. Das heißt, hat sich auch noch eine lange Zeit gehalten. Die neue Firma Phenomedia hat zu Beginn auch ganz normal, wie damals üblich, auch mit Angestellten gearbeitet. Und irgendwann hat man festgestellt, hey, es ist ja alles irgendwie viel überschaubarer, wenn wir vor allem Freelancer und Externe irgendwie beauftragen und denen einfach nur ein bisschen Geld geben, weil dann brauchen wir nicht dauerhaft Angestellte bezahlen. Und die letzten Mohun-Teile, wenn sie irgendwie entstanden sind, sind sowohl vor allem durch externe Leute bearbeitet worden. Der Chef, der Phenomedia-Chef, hat damals eigentlich ein paar ganz spannende Aussagen gemacht, da wurden auch mehrere Leute verurteilt. Im Jahr 2009, 7 Jahre danach, wurden sie dann rechtskräftig verurteilt, irgendwie zu 3 bis 3,5 Jahren. Und der eine Chef hat damals gesagt, wir haben ein Spiel gespielt, Monopoly, aber mit echtem Geld. Er hat auch irgendwie gesagt, dass die Banken und die Berater auch eine Mitschuld an diesen falschen Zahlen hatten, weil, wohl bis dato, also bis dahin, bis zum kompletten Zusammenbruch, war das halt so, die wurden irgendwie mit Geld überschüttet, weil war halt New Economy und, ne, und da haben die Banker wahrscheinlich auch gedacht, ja geil, machen einfach schön viel Geld und ja, also da wurde wohl auch damals verhindert, dass da ein richtiges Senior Management reinkam, also auch der Cher war 22 Jahre alt, als er die Phenomedia gegründet hat, der ist, als er Art Department vorher schon mitgegründet hatte, war er gerade von Starbite, kennt Steffen vielleicht auch noch? Starbite, ja. Der Winzer und so. Die Firma ist dann auch Anfang der 90er, ist die dann auch pleite gegangen. Also halt eigentlich so eine ganz typische deutsche Computerspiele-Firma-Geschichte. Ne? Also ne, eine Firma geht pleite, dann gründen ein paar Leute wieder eine neue Firma und so weiter und so weiter. Und das wiederholt sich dann ein paar Mal. Also es gab es ja häufig genug. Starbite hat sonst neben der Winzer noch sowas wie Rings of Medusa, Rolling Ronnie, Black Gold, sagt ihr vielleicht noch was. Der Kult auch noch, ja, das ist immer gut. Ja, das sind dann irgendwann in den 90ern pleite gegangen, weil, ja, Raubkopierer Szene war wohl vor allem bei Starbite angeblich mit dran schuld, dass einfach die Spiele sich zu wenig verkauft hatten und die Firma hatte sich ja auch teilweise sehr stark auf den deutschen Markt konzentriert. Ja, also daraus dann Art Department entschieden und dann entstanden und dann später halt Phenomedia. Die Nachfolgefirma der Phenomedia und auch die ursprüngliche Phenomedia hat dann auch noch versucht, ein paar andere Marken zu platzieren, weil was machst du, wenn du eine gut laufende Marke hast? Also erstens bringst du Nachfolger raus und vielleicht Ableger, haben sie ja beim Mohun gemacht, mit mehreren Teilen, Rennspiele, Adventures etc. pp. Sie haben es dann auch noch mit anderen Marken probiert, sie unterzubringen und da gab es zum Beispiel die Marke Catch the Sperm. Da hat man ein Spermium gesteuert. In sehr zweifelhaften, also von der Qualität her sehr zweifelhaften Spielen. Ich glaube, das habe ich gespielt. Und sie hatten und sie hatten auch noch die Sven Bohm-Wollen-Reihe gemacht. Das habe ich auch gespielt. Da war man ein männliches Schaf, was weibliche Schäfinnen beglücken musste. Und ich glaube, man musste vor dem Schäfer. Ich glaube nicht, dass es eine weibliche Form von Schaf gibt. Schäfin, ja, okay, also, man war ein Schaf und musste andere Schafe beglücken. Die Knatterreihe war auch von denen, oh Gott, ey. Gehört auf jeden Fall auch zur Phänomenreihe, waren aber halt alle jetzt nicht ganz so erfolgreiche Spiele, aber auch da gab es ein paar Spiele. Also wenn man sich so guckt, was der bei Mobi Games, was der Phänomedia zugeordnet wird, dann sind das schon echt,
also allen Phänomedias, die es gab, inklusive Art Department davor, dann sind das im Endeffekt 110 Spiele, die da irgendwie, später gab es dann auch sowas, später, also die spätere Phänomedia, also nicht die ursprüngliche, hat sich dann auch gerne mal Filmlizenzen geschnappt und dazu dann irgendwelche Minispielchen gemacht, da gab es irgendwie Schnappi, drei Fun Games, Lederzwerge Deluxe XXL Version, das war ja doch, glaube ich, hier zu diesem... Waren die Lederzwerge, die waren nicht zum Autofilm. Was? Nee, aber das waren diese komischen, das waren in 2000ern, da gab es so komische, so Gartenzwerge, die dann so auf Leder, so alt, ja, ach, ganz schlimm. Na, natürlich haben sie dann auch versucht, Mohun international zu machen mit Crazy Chicken. Und ja, wie gesagt, na, später wurde es dann auch, ja. War aber teilweise alles nicht so erfolgreich. Ich sehe hier auch gerade tatsächlich, weil es halt ein Film ist, den ich sehr gerne mag, von Sweeney Todd. Haben sie irgendwie was hier abgegriffen gehabt und ein Spiel dazu gemacht? Penny Dreadful Sweeney Todd Special Edition? What the fuck? Ja, das mag alles sein. Also wir haben sehr viel probiert, aber halt im Endeffekt haben sie halt bei vielen festgestellt, dass es irgendwie nicht so, ja, war halt, das meiste war halt nicht so erfolgreich und wurde dann nicht fortgesetzt. Aber sie haben ja auch versucht, außerhalb des Videospiels was zu machen. Im Jahr 2000 gab es, und es tut mir leid, weil ihr musstet euch das schon anhören, ihr findet dazu auch den Link zu dem Video bei YouTube, bei uns auf der Webseite. Oh Gott. Gab es das Lied Gimme Mohun mit Vigal Boning. Also es ist... Also ich habe jetzt mal nachgeguckt, in Deutschland die beste Chartplatzierung im Jahr 2000 war Platz 21, danach ging es bergab. In Österreich war wohl der beste Platz 16 und dann ging es bergab. Und also dass er überhaupt dahin gekommen ist mit dem Machwerk. Ja, ist aber ja schon Wunder. Also es ist schon, ne, Anfang der 2000er, wie viel Videospiele hatten damals irgendwie ein Lied? Also was irgendwie ein Videospielbezug hatte. Dungeon Keeper hatte, glaube ich, eins. Was auch in den Charts war. Das Dungeon Keeper war mit Sicherheit nicht in den Charts. Das bekannteste, was mir sofort einfällt, ist das erste Lied Männer sind Schweine mit Lara Croft. Ja, stimmt. Das gab's ja auch noch. Ja, hatte jetzt nicht wirklich einen Spielbezug, ja. aber du hast... Naja, okay, das Musikvideo war halt mit Lara Croft drin. Genau. Das Musikvideo war mit Lara Croft und ne, deswegen hattest du so ein bisschen und aber wenn man sich dieses Mohun Featuring wie geil... Und nur noch mal eben, um das zu erklären, wir reden hier von der ersten Generation Lara Croft Spiele, ja. Tomb Raider Spiele. Das ist nicht wie heute, liebe Kinder. Ja. Das, sehr viele Ecken und Kanten. Ja, na, so viele Ecken und Kanten hatte die in dem Musikvideo gar nicht mal. Also das war nee, schon da, so eine... das war schon hier ab dem dritten oder vierten, so wo es nicht mehr Geodreiecke waren, sondern schon tatsächlich ein paar Luftballons unterm Ding gehangen waren. Das war schon ein bisschen aufgehübscher. Aber als ich jetzt, um aufs Mohun zurückzukommen, Gimme Mohun mit Vigal Boning das erste Mal gehört habe, dachte ich mir, ja geil. Also Vigal Boning, also der ist außer Vigal Boning war da auch mit für den Text verantwortlich und er rappt da so ein bisschen Deutsch und Englisch. Also rappen. Also erinnert mich vom Stil her halt absolut an die Doofen. Ne? Wo er ja auch mit Olli Dietrich zusammen in den 90ern bei Samstagnacht. Also es hätte auch theoretisch ein neues Doofenlied sein können. Was aber ganz schlimm ist, also allgemein ist die Musik da ganz schlimm, der Text ist auch schlimm. Aber was ganz schlimm ist, in diesem Refrain, wenn es dann um dieses Gimme Mohun, da habe ich jedes Mal, als ich das gehört habe, und ich habe es mir halt jetzt ein paar Mal angehört, und es tut mir leid, macht's lieber nicht, ist er nämlich auch an Modern Talking. Irgendwie an alle Modern Talking-Lieder, dieser Gimme More, Gimme More, Gimme More, Gimme Mohun. Seitdem ich das erste Mal so gehört habe, kriege ich es nicht mehr aus dem Kopf. Und ich glaube, da gibt es nicht genug Johnny Walker, um das zu vergessen. Also ich glaube, ich habe das vorhin, als du es angemacht hast, wahrscheinlich nicht zum ersten Mal gehört. Es mag sein, dass ich es irgendwie mal in der Jugend irgendwo auf irgendeinem Channel, also Fernsehsender mal gehört habe, im Vorbei-Switchen, sag ich mal. Aber ich habe es zum ersten Mal definitiv so viel und bewusst gehört vorhin. Und ich hatte es auch vorhin ausgesprochen, das Erste, was ich gedacht habe, war einfach, Alter, was hat der Wiegald geraucht? Dann habe ich mir im Nachhinein, wie du jetzt nämlich auch gerade schön hier die Doofen angesprochen hast, nochmal so gedacht, was hat der Wiegald in der Zeit eigentlich noch so gemacht? Und dann, ja, sind mir tatsächlich auch nämlich die Doofen eingefallen. Der Wiegald war schon in der Zeit ein bisschen durchgeknallt.
Muss man sagen. Also der hat ja in den letzten Jahren ein bisschen nachgelassen. Der ist ja nicht mehr ganz so bescheuert wie früher. Aber ja, das passt schon irgendwo zu ihm. Muss ich leider zugeben. Das muss ich einfach mal eben positiv bescheuern. Weil also gerade. Ja, klar, der ist schon einer der. War ja schon das. Ne, also. Der ist schon einer der positiveren Gesichter im deutschen Fernsehen gewesen. Fand ich persönlich. Ja. Er war zwar ein bisschen durch, aber positiv war er auf jeden Fall. Das ist eines der wenigen Spiele aus den 2000ern, die auch, wo es dann auch Musikvideo zu gab. Was halt echt nur fürs Spiel geschrieben wurde. Darf man nicht vergessen. Und also wie gesagt, dieser ganze Phenomedia-Kram ging dann Ewigkeiten, gerade Gerichtsprozess mit 2016. Das hat sich echt über sehr, sehr lange Zeit sozusagen gehalten. Ja, es war auf jeden Fall scheinbar damals wirklich auch ein Problem für einige Bürounternehmen, weil ihre Angestellten zu viel Mohn gespielt haben. Mich hat es damals nicht so gecatcht, aber ich war halt auch nicht der Casual Gamer, auf den das Spiel wahrscheinlich extrem abgezielt hat, sondern ich habe halt damals auch, keine Ahnung, 98 habe ich halt auch mal ganz gern Baldur's Gate 99 wahrscheinlich eher gespielt oder ein Quake, und damit kann es halt nicht mithalten. Und zu sagen, dass mich das Spiel gecatcht hat, ist auch definitiv nicht korrekt, weil ich meine, ich hatte Nachsitzen. Ich hätte wahrscheinlich alles gespielt, was ich vor die Finger gekriegt habe. Und ich habe ja auch Minesweeper mehr als genug gespielt. Von daher, naja. Ja, nee, aber wenn du dann irgendwann die Auswahl hast zwischen Solitär und Moorhuhn, dann spielst du vielleicht irgendwann auch nach 10 Runden Solitär auch mal ein paar Runden Moorhuhn. Also kann ich verloren. Ja, verstehen. Genau. Und wenn du halt noch Minesweeper mit dabei hast, dann spielst du halt so von deinen 50 Minuten, keine Ahnung, was du nachsitzen musst, spielst du halt 15 das, 15 das und 15 das. Ich habe außerdem bei der Recherche zum originalen Moorhuhn habe ich unterschiedliche Zahlen zu den Downloads gefunden. Wie gesagt, Downloads damals, Neuland. Also Internet ist ja immer noch Neuland bei uns, aber damals war es noch viel mehr Neuland. Und es wurde wohl zwischen 12, ich habe aber auch Zahlen gefunden, die eher so Richtung 20 Millionen Downloads gingen. Wobei das sein kann, dass bei diesen 20 Millionen, da stand nicht, wie sich die Zahl zusammengesetzt hat, vielleicht wurden dort dann auch zum Beispiel, wenn es auf einer Zeitschrift ausgegeben wurde, die Spielezeitschriften hatten ja damals noch riesige Auflagen, also im Hunderttausenden-Bereich, also mehrere Hunderttausende. Vielleicht wurde das dann auch dann gleich noch mit hinzugezählt, wenn es, keine Ahnung, auf der Computerbild Spiele war, hieß es einfach gleich, ja, das zählt dann als 500.000 Downloads, weil das weiß ich nicht. Dann will ich aber, bevor wir jetzt hier zum Ende kommen, machen wir was Neues bei den Spielarchäologen. Und zwar bei den Filmfolgen haben wir euch bisher immer am Ende des Films irgendwie eine Benotung gegeben. Und wenn wir über Spiele reden, haben wir halt immer gesagt, wie toll oder sowas das Spiel ist, haben aber nie das irgendwie eingeordnet, und das ändern wir jetzt. Wie bei den Filmen zwischen 0 und 10, idealerweise, wenn es geht, nicht in Halbschritten, sondern wenn es geht in ganzen Schritten. Wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, dürft ihr natürlich auch mal einen Halbschritt wählen. Wo ihr einfach sagen könnt, wie seht ihr das Spiel? Also es ist jetzt nicht, wie habt ihr das damals empfunden oder wie empfindet ihr das heute? Wir machen daraus irgendwie einen Mix. Oder jeder kann es für sich selbst frei auslegen. Wo seht ihr das Spiel? Ich würde einfach mal anfangen. Moorhuhn, Winteredition oder der gesamten Moorhuhn-Serie würde ich einfach insgesamt eine 3 geben. Weil es ist zwar ein Spiel, also was mich nicht wirklich gecatcht hat, aber ich glaube, das hat halt echt wirklich viele Casual-Spieler damals einfach richtig abgeholt, und sowas ist ja, keine Ahnung, sieht man ja auch immer noch heutzutage. Also das ist halt ein Spiel, was, wenn du einfach mal nur zwischendurch eine Runde irgendwie was kurz verspielen willst und zwischen deinen Excel-Tabellen und irgendwelchen Mails verschicken, dann spielst du vielleicht eine Runde Moorhuhn oder so ein Spiel. Und auch damals, also damals ging es halt echt richtig, richtig steil. Da erinnere ich mich auch heute noch dran, sonst hätte ich es auch nicht für heute vorgeschlagen. Eine sehr wohlwollende 2. Also ich kann mir vorstellen, dass das so als lustiges Pausenevent in irgendwelchen Büros noch Spaß machen kann. Aber zu Hause würde ich das, nee, tut mir leid. Also da, es gibt andere Spiele aus dem Jahr 2000, die laufen bei mir rauf und runter immer noch. Ich sehe keinen Grund, das nochmal zu spielen. Und Stommy? Da kann ich mich euch nur anschließen. Also für das, was es sein wollte, nicht ein stumpfer Shooter-Moorhuhn, also schieße auf irgendwas, was sich bewegt, Shooter, Lightgun-Shooter-Ding, was auch immer, war es ja ganz gut-ish.
mit seinem ganzen Aussehen her war es auch okay. Es war schon cartoony ansprechend mäßig, sag ich mal. Aber ja, mein Gott, ich sag mal, wie der Fjell gerade gesagt hat, ne, es gab zwischen den damaligen Nachsitzungen und der einen Runde vor anderthalb Tagen, wo ich drei Runden am Stück gespielt habe, gab es dazwischen kein Moorhuhn für mich in meinem Leben, dass ich es mal gespielt hätte oder so. Also das ist halt schon ein, man hat davon gehört, man hat es vielleicht mal gespielt, aber es ist auch ikonisch genug, dass man es erkennt, wenn man es sieht, definitiv. Aber es ist halt, dass es wirklich einen Abdruck in meinem Leben, einen Fußabdruck in meinem Leben hinterlassen hätte, ist halt schon eher so, naja, ein bisschen viel gesagt. Und ich schließe mich da eher dem Fjalk an mit den 2 von 10 wohlwollenden Punkten und sag, kann man mal gehört haben von. Ja, ich glaube, damals hat halt viel mehr eingeschlagen, weil du hattest damals halt noch nicht so dein Smartphone mit den ganzen Spielen oder, keine Ahnung, irgendwie deine Social Media, wo du dann, wenn du vielleicht mal kurz Leerlauf hattest, drauf geguckt hast. Ich glaube schon, dass die Leute das damals vielleicht deswegen auch mehr gespielt haben und es deswegen heute nicht mehr funktioniert. 2 Kleinigkeiten will ich aber noch eben erwähnen. Ich ärgere mich sonst, wenn ich die vergesse zu erwähnen. Wenn man im Highscore-Bildschirm mit der rechten Maustaste auf den Kopf des Moorhunds zielt, dann gelangt man auf einen extra Bildschirm, wo ein Moorfrosch-Spiel angekündigt wird, was es erst Jahre später gab. Und zusätzlich zu diesen ganzen Bilanzskandal-Problemen, die Phenomedia damals hatte, wurden sie auch noch von ihrem Grafiker wohl verklagt, weil sie dem Lizenzzahlungen im Wert wohl so von 400.000 Mark nicht gezahlt hatten. Der hatte sich dann aber irgendwie mit denen drauf geeinigt. Wahrscheinlich hat er dann irgendwie länger noch für die weiteren Teile Lizenzzahlungen erhalten. Weil, ja, das ist ja das, was man erkennt halt das Mohun-Spiel sofort anhand dieses Mohun-Charakters. Das gilt, glaube ich, über die komplette Serie. Von mir soll es das für heute gewesen sein. Beim nächsten Mal widmen wir uns wieder einem richtigen Videospiel, vermute ich. Ihr könnt gespannt sein, was euch da im neuen Jahr erwartet. Und ich sag schon mal bis dahin. Bis dann.